Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Forum Weltmuseum zu drei Buchpräsentationen von Professor Kaminski. Vor 50 Jahren haben die Republik Österreich und die Volksrepublik China diplomatische Beziehungen aufgenommen. Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie durch vorgehen. Ja. Also wir haben dort rechts das große Mikrofon. Vor 50 Jahren haben die Volksrepublik China und die Republik Österreich diplomatische Beziehungen aufgenommen. Eine große Anzahl von Veranstaltungen sollte stattfinden, findet auch statt. Unter anderem waren wir im Kunsthistorischen Museum die letzten drei Jahre intensiv in der Vorbereitung einer großen Ausstellung in der Verbotenen Stadt beschäftigt. Diese Ausstellung sollte jetzt im September eröffnet werden und es sollte eine Gegenausstellung vom Palastmuseum hier im Weltmuseum gezeigt werden. Pandemiebedingt mussten wir diese Projekte aufschieben. Wir hoffen, dass wir spätestens 2023 diese beiden großen Ausstellungen nachholen können. Ich wünsche Ihnen nun einen vergnüglichen Abend hier im Weltmuseum und darf das Wort an seine Exzellenz Botschafter Li weitergeben. Bundespräsident Dr. Fischer, liebe Frau Fischer, sehr geehrter Professor Kaminski, lieber Hongbin, sehr geehrter stellvertretender Generaldirektor Dr. Pischotner, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Es freut mich sehr, an der heutigen Buchpräsentation teilzunehmen. Ich möchte zunächst Herrn Professor Kaminski für die Herausgabe seiner drei neuen Bücher meine herzlichen Gratulation aussprechen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch Herrn Dr. Gustav Mann für die Auszeichnung eine Ehrenurkunde meine herzlichen Dank, herzlichen Gratulation aussprechen. Heuer feiern China und Österreich das 50. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Mit Freude und Stolz können wir auf ein halbes Jahrhundert zurückblicken, in dem sich die Kontakte und Kooperationen zwischen beiden Ländern kontinuierlich vertieft und das gegenseitige Kennenlernen und das Verständnis unserer beiden Völker ständig verbessert haben. Unsere guten Beziehungen sind nicht nur politisch, wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und kulturell. Gleich nach der Aufnahme diplomatischen Beziehungen zwischen China und Österreich im Jahr 1971 hat Professor Kaminski als einer der Gründer der ÖGSF ins Leben gerufen, die seit Jahrzehnten zur Förderung des Verständnisses und der Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern in großem Umfang beigetragen. Darüber hinaus hat Professor Kaminski China über 80 Mal besucht und mehr als 80 Bücher über chinesische Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Geschichte, Kultur, Kunst, Sprache, Sitten und Bräuche geschrieben bzw. herausgegeben, die den österreichischen bzw. europäischen Leser ein möglichst umfassendes China-Bild nahebringen. Für seine Verdienste wurde er in China mit einer Reihe von Auszeichnungen wie Friendly Ambassador, Special Book Award of China und Triumph of China gewürdigt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei ihm für seine Arbeit und auch bei Ihnen, Herr Bundespräsident Dr. Fischer und allen anwesenden Freunden, für ihre große Unterstützung unserer bilateralen
Beziehungen herzlich verdanken. Heute Abend werden drei neue Bücher von Professor Kaminski vorgestellt, welche wir bis jetzt wegen Corona nicht vorstellen konnten. Das erste Buch, Der Fremde kennt nicht andere Wege, China Kniebe für Langnasen. Langnasen ist ein Kosename der Chinesen für Europäer oder Amerikaner. Das zweite Buch, Chinas Aufstieg, der Rückblick des Lauka. Lao bedeutet Art. K ist die Abkürzung für Kaminski. Es klingt in Österreich ein bisschen unhöflich, wenn man Art nennt. Aber in China redet man aus Höflichkeit und Respekt in Umgangssprache. Diejenigen, die älter als man sich selbst ist, bitte Lao samt Familiennamen an. Viele jüngere Leute zum Beispiel reden mich auch mit der Lauri an. Genauso redet man aus Höflichkeit und Freundlichkeit oft diejenigen, die jünger ist, mit der Xiao und der Familiennamen an. Xiao bedeutet klein oder jung. Also Xiao Li, junger Li oder Xiao Wang, junger Wang. Das dritte Buch, es war einmal in China. Bei den ersten zwei Büchern ist der Professor Kaminski der Autor. Beim dritten Buch, einem Sammelband, ist er Herausgeber. Beim Buch Der Fremde kennt nicht unsere Wege, China-Kniege für Langnasen, handelt es sich um ein Handbuch für Europäer in Sachen des höflichen Umgangs mit Chinesen, sowohl im offiziellen wie auch im privaten Rahmen. Es schildert, wie man Delegationen empfängt oder entsendet, wie in China die Sitten bei Tisch sind, wie man Geschäfte anbahnt, wie man mit chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, welche Themen man meiden soll, welche Präsente oder Farben Glück oder Unglück bringen, wie Gesichter gegeben oder genommen wird. Bei Buch Chinas Aufstieg, der Rückblick des Lauka, versuchte Professor Kaminski den Aufstieg Chinas anhand der Biografien verschiedener Personen zu erklären. Die Personen sind seine chinesische Familie, Frau Wagner, der nach China geheiratet hat, seine Lehrerin Professor Xu Zixiu, Österreicher, die als Journalisten oder Studenten in China waren, und er selbst, als er vor fast 50 Jahren zum ersten Mal in China war. Er versuchte in diesem Buch, viele bestehende Vorurteile und Missverständnisse aufzuklären und den Leser durch die Erlebnisse der handelnden Personen durch die chinesische Zeitgeschichte zu begleiten. Viele schreiben ihm, dass sie erst nach Lektüre dieses Buchs die Entwicklung Chinas richtig verstanden hätten. Das Buch Es war einmal in China ist ein Sammelband der Texte von 48 Autorinnen und Autoren über ganz besondere Erlebnisse in China. Es begann damit, Bilder aus dem alten China zeigt die Schicksale von Österreichern
welche vor der Nazi-Verfolgung in Shanghai Zuflucht gefunden haben, und präsentiert eine Palette von Eindrücken, welche vom Staatsoberhaupt und seiner Gattin über die Texte von Wissenschaftlern, Forschern, Ärzten, Ökonomen, Künstler, Schriftsteller bis zu lustigen, dramatischen oder skurrilen Erlebnissen des Alltages reichen. Einige der Autorinnen und Autoren sind auch heute hier anwesend. Für ihren Beitrag möchte ich Ihnen allen herzlich danken. Mein Dank geht auch dem Bakoba Verlag unter Herrn Fellner. Die drei Bücher sind im Bakoba Verlag, der sich immer wieder verdienstvoll der China-Literatur annimmt, im Hinblick auf das 50. Jahr Überlagen der chinesisch-österreichischen diplomatischen Beziehungen in sein Programm aufgenommen wurden. Zu guter Letzt möchte ich auch Frau Hongbin Kamensky meinen herzlichen Dank aussprechen. Die Chinesen sagen, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine exzellente Frau, die ihn unterstützt. Hongbin ist die exzellente Frau, die Professor Kamensky unterstützt. Für ihre Verdienste, für die Förderung des gegenseitigen Kennenlernens und der Verstehens sowie der Freundschaft zwischen China und Österreich wurde sie im August letzten Jahres mit dem 7. Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Nochmals herzlichen Gratulation. Meine Damen und Herren, die chinesisch-österreichischen Beziehungen sind wie ein Gebäude. Lassen wir uns gemeinsam weiterhin arbeiten, weiterhin mit Bausteinen zu diesem Gebäude beitragen, damit es solider, stärker und schöner wird und den Menschen unseren beiden Ländern noch besser zugute kommt. Ich bitte Sie alle, weiterhin die chinesisch-österreichischen Beziehungen zu begleiten und zu unterstützen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und erholsamen Abend. Vielen herzlichen Dank.
Als der Herr Bundespräsident möchte ich wirklich nicht sagen, weil jemand, der so vor Energie strotzt, ist, ich sage sowieso immer Bundespräsident, aber jedenfalls hat Herr Präsident Fischer vor einiger Zeit im Namen des amtierenden Bundespräsidenten Orden überreicht und auch Ehrenurkunden. Und da war der Dr. Gustav Monk leider nicht in Wien. Und daher dürfen wir das heute kurz nachholen. Und ich darf kurz etwas, er ist ja auch einer der Autoren dieses Sammelbandes, auch seine Frau, etwas über ihn erzählen. Er gehört gemeinsam mit dem auch hier anwesenden Autor Professor Bloberger zu den Pionieren der DCM in Österreich und ist einer der seltenen Ärzte, die das Ganze im Zhubei im Kanton auf einer Insel einmal in China gelernt haben in jungen Jahren, alles was also zur chinesischen DCM dazugehört und dann hier in Wien Medizin studiert hat und hat sich von Anfang an beteiligt an den verschiedenen DCM-Gesellschaften. Ich darf Ihnen sagen, die ganzen wunderbaren Salben und Behandlungsmethoden, die der Willi Dungl gehabt hat, die sind von ihm gewesen. Und er hat auch unsere Gesellschaft mit Vorträgen, mit Publikationen, mit Seminaren, die er bei uns gehalten hat, begleitet und um noch also ein Prädikat, ein höchstes Prädikat eigentlich auszusprechen. Also Sie wissen vielleicht, wenn Sie den Kokoportisch gut gekannt haben, dass er auf die Homöopathie geschworen hat, aber da hat er eine Ausnahme gemacht. Also wenn er bestimmte Wehwehchen gehabt hat, dann war sein Weg regelmäßig zum Dr. Gustav Mann, der ihm dann sehr wirksam helfen konnte und wir haben also diese Ehrenurkunde vorbereitet und ich darf Herrn Präsidenten Fischer herzlich bitten, dies zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Dank, ich freue mich, dass wir das nachholen können in diesem Kreis von Interessierten an China und seiner Entwicklung. Das ist eine schöne und würdige Urkunde. Also jetzt habe ich es gelernt, Helmut spricht das im Deutschen und Bank im Chinesischen. Das heißt, der Professor Kaminski hat keinen Fehler gemacht. Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Herr stellvertretender Generaldirektor, liebe Botschafter aus Österreich, die ich in größerer Zahl hier gesehen habe, sehr geehrter Herr Verleger, ich habe keine große Übung im Buch vorlesen, aber die Idee hat mir gefallen, dass man im Rahmen dieser Veranstaltung Texte vorträgt. Sie kriegen ja dann doch ein bisschen einen authentischeren Charakter, als wenn man ein Buch liest. Und ich habe die Einladung gerne angenommen, bin mir auch der zeitlichen Beschränkung bewusst, weil wir ja mehrere Vortragende oder Vorlesende sind. Also ich komme gleich zur Sache. Der Titel meines Beitrags in diesem Buch war also Gedanken zu österreichisch-chinesischen diplomatischen Beziehungen. Meine erste China-Reise im Spätsommer 1974
also gegen Ende der Ära von Mao Zedong und der Kulturrevolution, ist mir und meiner Frau ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ich war damals ein junger Abgeordneter, der dem österreichischen Nationalrat seit 1971, also genau seit dem Jahr der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Österreich, angehörte. Und wir haben diese Reise zu zweit, nur zu zweit, also ohne weitere Begleitung angetreten. Ich denke, dass sich kaum ein Land in den vergangenen 50 Jahren so rasch und umfassend verändert hat wie China. Wohin man auch blickte, fast alles war damals anders als heute. Das Hotel Peking in der Nähe des Tiananmenplatz war damals mit 10 Stockwerken eines der höchsten Gebäude von ganz Peking. Unsere Gesprächspartner in den verschiedensten Institutionen waren entweder Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende des Revolutionskomitees der jeweiligen Institution. Und in einem Flugzeug oder in einem Eisenbahnwaggon war man mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit der einzige Ausländer. Ich füge ein, wir sind dann von Peking nach Shanghai geflogen. Man hat uns gesagt, dort werden wir abgeholt. Ich habe gesagt, ja, wer holt uns ab? Na, das wird erst entschieden werden. Ja, wie kenne ich den? Machen Sie sich keine Sorge, der kennt Sie, weil Sie sind sicher der Einzige. Der braucht gar nicht Ihren Namen wissen, der kennt Sie auf jeden Fall. So hat das damals funktioniert. Schätzungsweise kam damals auf mehrere tausend Fahrräder höchstens ein Auto. Und das waren in der überwiegenden Zahl Dienstautos von Funktionären. Jeder, der heute oder in den letzten Jahren im Rahmen einer Kinderreise auch die Große Mauer in der Nähe von Peking besucht hat, weiß, wie rasch man heute auf der Autobahn, wenn es nicht gerade einen Verkehrsstau gibt, zur Großen Mauer kommt. Wie enorm groß dort das Gedränge ist, wie überfüllt die Parkplätze für PKW und Busse sind und wie bequem man mit einer Seilbahn die Aussichtspunkte auf der Großen Mauer erreichen kann. 1974 war der Besuch der Großen Mauer ein Ganztagesausflug. In das Botschaftsauto, mit dem wir zur Großen Mauer fahren durften, wurden, zu meiner Überraschung, ein kleiner Klapptisch, 3 Klappsessel und ein großer Picknickkorb eingepackt. Dann fuhren wir auf einer engen, unasphaltierten Straße zwischen von Tieren gezogenen Fuhrwerken, einigen klapprigen LKWs und einer großen Zahl von Radfahrern, mühsam und huppend in Richtung Große Mauer. Als wir nach etlichen Stunden gegen Mittag dort ankamen, wussten wir, warum uns Botschafter Dr. Leitner den Picknickkorb mitgegeben hat. Es waren kaum Besucher dort und es gab auch kein Restaurant für entsprechende Verpflegung. Wir stellten also am Fuß der Großen Mauer unser Picknicktischchen samt Zubehör auf, speisten vergnügt und beobachteten einzelne Soldaten oder Polizisten, die oben auf der Mauer langsam und ziemlich einsam hin und her patrouillierten. Dann brachen wir, es war ein warmer Septembertag, zum Aufstieg auf die Große Mauer auf und genossen in aller Ruhe den großartigen Rundblick von einem Bauwerk, das im wahrsten Sinne des Wortes als Weltkulturerbe bezeichnet werden muss. Auf dem Rückweg machten wir noch eine kurze Station bei den Minkgräbern, die vor allem geruchsmäßig, diesen herrlichen Geruch der dortigen Sträucher und Pflanzen in Erinnerung habe. Und dieser Ort war ebenfalls fast ohne Besucher oder Touristen. Und zum Abendessen etwa waren wir wieder im Hotel Peking zurück. Shanghai blieb mir damals unter anderem in Erinnerung, weil in vielen Straßen, meist gesäumt von ein- oder zweistöckigen Häusern mit hölzernen Balkonen, Baumalleen zwischen den Häusern und der Fahrbahn Schatten spendeten. Außerdem gab es noch Spuren von jüdischen Emigranten aus Deutschland und Österreich, die während der Zeit der Hitler-Diktatur und damit während der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Shanghai Zuflucht gesucht und auch gefunden hatten.
In der Zwischenzeit ist aus diesem Anlass eine eindrucksvolle Gedenkstätte in Shanghai errichtet worden, die wir bei meinem jüngsten Kinderbesuch im Herbst 2019 besuchen konnten. Von Shanghai ging die Reise nach Kanton weiter, wo man auf viele Spuren von Zhou Enlai traf, der in den 20er Jahren Parteisekretär der KP in Kanton war und außerdem in der Zeit der Zusammenarbeit von KP und Kuomintang Vorsitzender des politischen Ausschusses der in der Nähe von Kanton gelegenen Whampoa Militärakademie war, die damals, Mitte der 20er Jahre, von Chiang Kai-shek geleitet wurde. Die Weiterfahrt von Kanton nach Hongkong verlief insofern überraschend, als der Eisenbahnzug nur bis zur Grenze am Shamchun-Fluss fuhr. Dort mussten wir aussteigen und das gesamte Gepäck für unsere dreiwöchige Reise, die uns noch nach Hongkong und Tokio führte und die in Pyongyang und Moskau begonnen hat, das gesamte Gepäck über den Fluss überquerende Brücke tragen und auf der anderen Seite in einen Zug nach Hongkong einsteigen. Ja, ich habe meine 7 Minuten erfüllt. Ich hätte noch eine Episode gerne geschildert, aber ich kann das mündlich machen. Bei unserer jüngsten Reise vor 2 Jahren, wo der Herr Botschafter Stifte anwesend ist und auch Herr Botschafter Li dabei waren, die uns vor allem nach Tibet geführt hat zum ersten Mal, sind wir dann am Weg nach Shanghai haben wir noch Station gemacht in einer Stadt, wo eine große Computerausstellung war oder eine Ausstellung modernster Geräte. Und diese Stadt hat, Herr Botschafter, helfen Sie mir, Hefei geheißen, ja. Und dort ist Folgendes passiert. Man hat uns eingeladen, nämlich den früheren französischen Präsidenten Hollande, den früheren deutschen Präsidenten Wolff, den früheren japanischen Ministerpräsidenten Hatoyama und mich einem Computer, der aber nicht in der Form eines elektronischen Gerätes in Erscheinung trat, sondern der als eine elegante junge Dame mit einem roten Kleid konstruiert war, so wie die Japaner mal einen Einstein-Computer mit dem Antlitz des Einstein gebaut haben. Diesen Computer mit ungeheurer Leistungsfähigkeit sind wir eingeladen worden, Fragen zu stellen. Und der Herr Präsident Hollande hat eine unglaublich komplizierte Frage gestellt. Der Computer hat das zack, zack, zack beantwortet. Der Präsident aus Deutschland hat auch eine sehr komplizierte Frage gestellt, hat auch eine Antwort gekriegt. Ich entschloss mich, den Computer auf andere Weise zu testen und fragte ganz naiv und simpel: Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie fragen, wie alt Sie eigentlich sind? Und die für einen Computer sensationelle, prompte Antwort lautete wörtlich, ich zitiere, der Computer hat mir gesagt: Ich bin eine Dame und Sie sollten eigentlich wissen, dass man eine Dame nicht nach ihrem Alter fragt. Wir waren alle sprachlos und ich verstehe bis heute nicht, wie es möglich ist, bei der Programmierung eines Computers auch Fragen der Etikett, in der sich der Herr Kaminski auskennt, aber nicht der Computer, oder in sehr subtilen persönlichen Fragen Antworten zu geben. Und ich bin noch heute beeindruckt von der Technologie chinesischer Computer, die zu solchen Antworten in der Lage sind. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist für mich
primär nach meinem Mann selber einen eigenen Text zu lesen. Und keine Angst, ich erzähle nicht das Gleiche, aber ich war all die vielen Jahre dankenswerterweise immer eingeladen, meinen Mann nach China zu begleiten. Und natürlich habe ich das manchmal mit ein bisschen anderen Empfindungen erlebt. Als ich im Jahr 1974 das erste Mal meinen Mann auf einer China-Reise begleitete, war ich gerade 31 Jahre alt. Also aus meiner heutigen Warte sehr jung. 6 Jahre verheiratet und hatte einen noch nicht ganz 2-jährigen Sohn. Und es fiel mir damals nicht ganz leicht, den Kleinen bei meiner Mama zu lassen. Aber das ferne China faszinierte und interessierte mich. Umso mehr, als auch Nordkorea und Japan auf dem Programm dieser Reise standen. Und den Vergleich bei einer Reise zu machen, das war unwiderstehlich. Unsere Reise ging zuerst nach Moskau, dann mit einer vollbesetzten Propellermaschine über Irkutsk nach Pjöngjang, wo wir uns einige Tage aufhielten und viele Gespräche führten. Und dann über Peking, Shanghai, Kanton und Hongkong nach Tokio, so wie mein Mann erzählt hat, wo mein Mann zu einem Kongress eingeladen war. In keinem der genannten Länder war ich ja je zuvor gewesen. Und obwohl wir beide politisch sehr interessiert und relativ gut informiert waren, sind die Eindrücke noch vielfältiger, aufregender und faszinierender gewesen, als ich es erwartet habe. Aus heutiger Perspektive muss auch bedacht werden, dass im Jahr 1974, also erst 29 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die Neuordnung der weltpolitischen Landkarte entstanden war und dass Brezhnev, Kim Il-sung, Mao Zedong und Zhou Enlai damals noch lebten und sogar noch im Amt waren. Zuletzt waren mein Mann und ich im Herbst 2019 in China und daher streckt sich der Zeitraum, in dem wir China immer wieder besuchten, aber auch in Österreich Besuche aus China finden, über einen Zeitraum von 45 Jahren. Es geht hier nicht darum, möglichst viele Eindrücke zusammenzufassen, aber ich möchte zum Ausdruck bringen, dass diese Besuche sehr viel in mir bewegten, viel Stoff zum Nachdenken boten und mein Bild von China stark geprägt haben. Während des Zweiten Weltkrieges als Kind österreichischer Emigranten in Schweden geboren und in einer pluralistischen Gesellschaft aufgewachsen, war ich sehr gespannt auf meine Eindrücke von China, das bei uns oft als Gegenwelt zur europäischen Gesellschaft geschildert wurde und wird. Aber gerade in den 45 Jahren, über die sich meine China-Besuche erstrecken, hat sich in China enorm viel verändert. China hat sich von einer sehr armen, bäuerlichen Gesellschaft mit einer rückständigen Industrie, die Mao mit aller Kraft zu modernisieren versuchte, zu einem Land mit modernsten Technologien entwickelt, das zu den führenden Staaten in einer multipolaren Weltordnung gehört. Die Öffnung der Grenzen für wirtschaftliche Zusammenarbeit, globale Arbeitsteilung und touristischen Austausch in beide Richtungen hat zur Folge, dass wir China besser kennenlernen, aber auch die chinesische Bevölkerung, andere politische Systeme und Lebensformen kennenlernen konnte. Ob es jemals gelingen wird, so etwas wie eine Weltgesellschaft mit einem vergleichbaren Entwicklungsstand zu schaffen, oder ob das eine unerreichbare Utopie bleiben muss, kann ich nicht sagen. Unbestritten ist aber, dass China im Laufe der letzten Jahrzehnte Dutzende Millionen seiner Einwohner aus großer Armut herausgeführt hat und in die Weltwirtschaft voll integriert ist. Tatsache ist auch, dass China keine imperialistische Vergangenheit im Sinne europäischer Eroberer und Kolonialmächte hat, deren Truppen in den Kolonien die militärische Voraussetzung für ökonomische Ausbeutung schufen. Darauf kann man die Hoffnung stützen, dass China auch als politische und ökonomische Weltmacht auf die eigene Entwicklung konzentriert bleibt
und militärischen Ambitionen Grenzen gesetzt sind. Die Volksrepublik China hat eine Fläche von ca. 9,5 Millionen Quadratkilometer. Österreichs Fläche ist 0,8% der Fläche Chinas und ca. 1,4 Milliarden Einwohner. Das ist mehr als das Dreifache aller 27 EU-Staaten. An der Aufgabe, diesem riesigen Land eine gute und lebenswerte Zukunft zu schaffen, wird mit großer Energie gearbeitet. Und die Anstrengungen zur Erzielung eines bescheidenen Wohlstandes sind in vielfältiger Weise sichtbar und spürbar. Das kann man sehr genau beobachten, wenn man dieses Land in Abständen von einigen Jahren besucht und bereist. Und das gilt nicht nur für Fortschritte bei der Infrastruktur, im Wohnbau oder im Lebensstandard, sondern in jüngster Zeit sichtbar auch für den Bereich der Aufforstung und der Ökologie. Ich habe vor vielen Jahren in China einmal ein Sprichwort gehört, welches lautet: Einmal sehen ist besser als 100-mal hören. In diesem Sinn bin ich froh und dankbar, dass ich immer wieder Gelegenheit hatte, China zu besuchen, Gespräche zu führen, Menschen kennenzulernen, Vergleiche zu ziehen und mit eigenen Augen zu sehen, wie sich das Land in den letzten 50 Jahren entwickelt hat. Dankeschön.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin einer der Autoren in diesem Sammelband. Und was Sie jetzt hören, nämlich die Begegnung mit Chinas legendärem Ministerpräsident Zhou Enlai, hat vor 49 Jahren stattgefunden. Ein Jahr nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Und deswegen war ich auch eingeladen. Auf dem Weg hierher ist mir eingefallen, was für ein ungeheurer Zeitraum das ist. Das ist fast ein halbes Jahrhundert. Und als Vergleich ist mir eingefallen, das wäre so, wie wenn ein Deutscher im Jahr 1930 über seine Begegnung mit Fürst Bismarck redet. Und fangen wir an. Ankunft in Peking, vor der Halle grüßt die Mao-Statue, die Fahrt in die Stadt ohne Autoverkehr. Dauert genauso lang wie später im Autostau. Nur waren es damals Schwärme von Radfahrern, Fuhrwerke und Karren. Nachts absolute Dunkelheit, kurz vor Mitternacht im alten Peking-Hotel, raus aus dem Bett und eilig zu Regierungschef Zhou Enlai. Stolpern über den Tiananmen-Platz Richtung einziger Lichtquelle über dem Eingang zur großen Halle des Volkes. Erstes große Erlebnis in China, wie normal und niveauvoll man mit diesem Mao-Gefährten reden kann, der China durch stürmische Zeiten führte. Ihm genüge, so sagte er, 4 Stunden Schlaf zwischen 4 und 8 Uhr morgens. Als die Dolmetscherin den Namen Kronenzeitung übersetzt, hakt Zhou Enlai ein, und die Neugierde zeichnete ihn nämlich aus, mit der Frage: Sie vertreten also die Wiedereinführung der Monarchie in Österreich. Ich verwies auf die komplizierte Gründerjahre, will ich gar nicht ausführen. Sie hieß Kronenzeitung, weil am Titelblatt die Kronenmünze abgebildet war, für die man damals ein Monatsabonnement bekam. Und es war natürlich doppeldeutig, die Zeitung war auch sehr monarchietreu. Ich antwortete: Heute ist Österreich eine Republik, aber wir schätzen unsere Kaiser. Zhou Enlai: Das sind die Österreicher ja wie wir Chinesen. Wir sind eine Volksrepublik, aber auch wir schätzen unsere Kaiser. Also das war schon eine Überraschung in der Zeit der Kulturrevolution übrigens. Das Eis ist gebrochen und Zhou Enlai setzt fort: Sie kommen also aus Wien. Diese schöne Stadt kenne ich. Das überrascht mich, denn davor hatte ich noch nie gehört. Ich habe natürlich alles vorher gelesen über Zhou Enlai. Über Wien habe ich davon nichts gelesen. Zhou Enlai: Ja, das ist die Stadt mit dem Springbrunnen im See. Ich korrigiere, das ist offenbar Genf. Er war 1955 bei den Genfer Verhandlungen über die Besetzung und so weiter. Zhou Enlai: Ja, richtig, ich weiß ja, jetzt weiß ich es. Wien ist die Stadt mit der Kettenbrücke über die Donau. Ich korrigiere, das ist Budapest, bitte. Habe ich mich schon wieder geirrt, antwortet Zhou Enlai. Jetzt weiß ich es aber. Wien ist die Stadt mit der Burg am Berg. Ich glaube, er meinte Salzburg, aber er kam nicht zu Antworten. Das dritte Mal wollte ich ihn übrigens nicht mehr korrigieren, weil einen chinesischen Regierungschef korrigiert man nicht dreimal. Deswegen bleibt die Frage unbeantwortet. Im Verlauf des Gesprächs bekam ich eine große Lektion in Langzeitperspektive und strategischem Denken Chinas. Ich? Was verschafft mir die Ehre hier des Empfangs, wo doch China ziemlich groß ist, Österreich, das sagen wir, mittelklein, und so weit voneinander entfernt? Er hakt ein, und das hat ihm immer gefallen, er nennt Rätsel und er löst sie dann selbst. Das konnte man auch im Verlauf des weiteren Gesprächs erfahren. Er sagt, das stimmt nicht, wir sind Nachbarn.
Und das hat ihm dann gefallen, als ich große Augen machte. Warum? Wir sind Nachbarn, weil wir den gleichen Nachbarn haben. Wieder große Augen. Pause. Sowjetische Truppen an unseren Grenzen. Und da müssen Sie mal nachdenken, wie man das also politisch kombiniert in einer Zeit, wo damals Krieg zwischen China und der Sowjetunion in der Luft lag. Ich habe damals noch Atombunker unter Peking besichtigen können. So in Fahrt gekommen, stelle ich dem chinesischen Regierungschef eine Frage, die ich mir später nie mehr getraut hätte. Sagen Sie, Herr Ministerpräsident, weshalb hat China nur eine Partei? Jeder andere hätte das irgendwie, wie man sagt, auf Wien abgeschasselt, die Frage mit irgendwelchen Luftblasen und so weiter. Er denkt nach und sagt, wir begannen als eine Befreiungsarmee. Wir haben gesiegt und damit die Verantwortung für den Aufbau dieses Landes übernommen. Dann macht er eine Pause und sagt mit Augenzwinkern, aber glauben Sie mir, auch wenn ein Land nur eine Partei hat, so gibt es in dieser Partei doch viele Parteien. Danke, das waren wahre Worte. Ja. Schon mal meine Accessoires und setze die Brille auf, damit ich alles sehen kann. Mein Name ist Lena Fehlinger, ich bin die Tochter vom Herrn Magister Walter Fehlinger und ich glaube, als Kind in einer Buchhändlerfamilie ist mir nichts anderes übrig geblieben, als die Liebe zum geschriebenen Wort irgendwie weiterzutragen. Und Geschichten sind der Anfang und das Ende von allem. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute aus einem Geschichtenband vorlesen darf. Aus dem Beitrag meines Vaters. Erfüllt war der Raum vom Duft von Jasminblüten. Und ich lese aus der Ich-Perspektive. Das ist allerdings die Perspektive meines Vaters. Das muss man ein bisschen bedenken, weil im Jahre 1978 war ich noch nicht einmal ein Gedanke. Am 28. September Abflug nach Changsha, Hauptstadt der Provinz Hunan, mit einer Besichtigung des Naturhistorischen Museums und der ersten pädagogischen Schule. In Shaoshan, dem Geburtsort von Mao, versuchte der Parteisekretär, mich mit Mao Tai, einem aus roter Hirse und Weizen gebrannten hochprozentigen Schnaps, unter den Tisch zu trinken, was ihm auch fast gelang. Am 29. September Abflug zurück nach Peking und am nächsten Tag wurde unsere Delegation zu einem längeren Gespräch mit dem Sektionsleiter und der Vizeleiterin der internationalen Abteilung beim Zentralkomitee der KP Chinas sowie dem Vorsitzenden des All-Chinesischen Gewerkschaftsbundes eingeladen. Dies war ein Gespräch, welches mir noch heute in lebhafter Erinnerung ist. Ein mittelgroßer, hoher Raum, bestückt mit den damals in China in Besprechungsräumen üblichen tiefen Polstersesseln in dunklem Rot. Die Armlehnen und das Kopfstück waren bedeckt mit einer herrlichen weißen Stickerei. Daneben stand ein kleiner Beistelltisch mit einer Teetasse und Deckel, einem Glas mit getrockneten Teeblättern, einer Schale mit Deckel, in der zwei kleine weiße Frotteetücher lagen zum Abwischen des Gesichts und der Hände und natürlich ein Aschenbecher. Am Boden neben dem Beitisch vor mir stand die damals in China überall anzutreffende Heißwasserkanne. Warum in China auch in der warmen Jahreszeit so viel heißes Wasser getrunken wurde und nach wie vor von vielen wird, erfuhr ich erst Jahre später, als ich anfing, mich mit der traditionellen chinesischen Medizin zu befassen. Erfüllt war der Raum vom mir unvergesslichen Duft von Jasminblüten und grünen Teeblättern und dem süßlichen Duft der chinesischen Zigaretten. Rechts von meinem Stuhl stand ein Spucknapf am Boden.
Gegenüberliegend bot sich das gleiche Bild mit besagten Gesprächspartnern und den Dolmetschern. Zur Begrüßung, wie es damals in China bei Besprechungen üblich war, wurden uns auf einem Tablett Zigaretten angeboten, bei denen man sich bedienen konnte, wenn man wollte. Insgesamt war es eine sehr angenehme Atmosphäre. Ein freundschaftliches, informatives Gespräch wurde geführt über internationale Politik, den Stand und die Probleme des Aufbaus und der Entwicklung der Volksrepublik China, 2 Jahre nach dem Sturz der sogenannten Viererbande. Als ich als Delegationsleiter an der Reihe war, die Begrüßungsworte zu sprechen und es dann in weiterer Folge von Seiten der chinesischen Gastgeber immer konkretere Fragen zu Österreich gab, wurde die Situation für mich immer schwieriger, da unsere Gesprächspartner für mich überraschenderweise sehr gut informiert waren über Österreich, und zwar nicht nur in kulturellen, sondern besonders in wirtschaftlichen Fragen, und ich von den Gastgebern Zahlen und Fakten über Österreich erfuhr, die ich selbst so noch nicht kannte. Als ich dann nach jährlich in Österreich geernteten Tonnen an Getreide und nach dem Ausstoß von Stahl pro Jahr gefragt wurde, musste ich verlegen passen mit der Antwort, da ich es einfach nicht wusste. Höflich wie die Chinesen sind, nahmen sie das wortlos und ohne jegliches Anzeichen von Unverständnis zur Kenntnis. Was sie sich wahrscheinlich gedacht haben, stand auf einem anderen Blatt. Die Frage nach der Höhe der Getreideproduktion und dem jährlichen Stahlausstoß war natürlich für die Gastgeber eine zentrale, wichtige Frage, da es in China damals darum ging, genügend Nahrungsmittel produzieren zu können, um das Milliardenvolk ernähren zu können und um mit einer guten Entwicklung der Stahlproduktion den wirtschaftlichen Aufbau in China voranzubringen. Diese Fragen stellten sich uns politischen Studenten damals in Österreich nicht, denn wir hatten in Österreich bereits eine im Vergleich zu China hochentwickelte, großteils industrialisierte Landwirtschaft und die Voest mit ihrem LD-Stahl, damals noch zu 100% im Staatseigentum, war hochentwickelt und bereits weltweit tätig. Für uns also damals selbstverständlich, was es aber nicht war, denn nur 20 oder 25 Jahre zurück, also in den 50er Jahren, stand Österreich vor einem ganz ähnlichen Problem. Dies bei der Beurteilung eines Landes zu vergessen, ist nicht besonders klug. Dieses Erlebnis brachte für mich, nebst den Erfahrungen, Erlebnissen und Gesprächen der 3-wöchigen Reise, ein Umdenken bezüglich meiner bisherigen Ansichten und politischen Beurteilungen Chinas. Im Nachhinein gilt mein Dank noch meinen damaligen Gesprächspartnern und Partnerinnen in China. Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Wolf-Dieter Rausch und ja, ich habe mit China eigentlich über 2 Schienen zu tun. Das eine ist über eine familiäre und das zweite ist eigentlich etwas, was vielleicht einige von Ihnen auch kennen. Es gibt ein großes österreichisches Netzwerk mit China über die Universitäten. Und da haben wir wirklich mit China viele, viele Aktivitäten, wird vom Wissenschaftsministerium gefördert. Und ich glaube, das ist vielleicht eine hochinteressante Sache. Ich wollte es aber hier in diesem Sammelband nicht bringen. Ich habe ein anderes Thema gewählt und ein bisschen etwas über meine Schwiegermutter, die natürlich eine chinesische Schwiegermutter war, zu erzählen und hier ein bisschen persönliche Aspekte hineinzubringen. Klarerweise, niemand will sehen, dass Schwiegermütter natürlich mit Vorurteilen belegt sind. Man will nicht an einer Tischkante sitzen, um nicht so eine zu bekommen. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich meiner Schwiegermutter viel zu verdanken und habe wirklich mit ihr eine gute Zeit gehabt. Und man muss natürlich, ich glaube, es sind auch hier im Publikum Angehörige von Familien, von gemischten Familien, und die werden ein bisschen diese Probleme verstehen, auch mit den Verwandten, die Sprachprobleme. Wir haben damals eines gemacht, das liegt jetzt fast schon 30 Jahre zurück. Wir haben uns getraut dann, nachdem die bisschen wir Fuß gefasst haben hier in Österreich, die Schwiegereltern einzuladen. Und in einer Zeit, wo es ja mit Visum, mit Fremdenproblemen und so,
vielleicht fast noch mehr, als es damals war. Aber das ist vielleicht eine gute Idee. Wir haben nämlich eines damit erreicht, dass die Schwiegereltern sozusagen ihren Frieden gefunden haben. Sie haben nämlich gesehen, dass das österreichische Leben hier erträglich ist, dass die Tochter in, sagen wir, in guten oder zumindest in anständigen Händen war. Und sie haben auch eine Chance gehabt, eben das Enkelkind kennenzulernen, ihm die ersten Chinesischkenntnisse zu vermitteln. Was interessant war, war, dass meistens die Mütter sich natürlich viel mehr einsetzen wie die Väter. Die Frau Mama hat die Küche besetzt, die zu ihrem Reich wurde, mit einem riesigen Packel Zigaretten, hat sie den Küchentisch von Ikea zum Nudelbrett umfunktioniert und hat dort gewalkt, gestaubt, geschnitten, gedreht und gedrückt, bis eben Teigtäschchen oder Nudeln geformt waren. Für mich eine Umstellung im Leben. Es war plötzlich jemand da, der wartete, wann, wenn und wie ich nach Hause kam. Jemand, der abends noch strickte, bis ich heimkam. Ich kann nicht sagen, dass wir viel redeten, aber sie war da, sie hatte immer etwas zu tun, machte Tee und zauberte einen Schnaps herbei. Die Aufenthalte in Österreich vergingen leider viel zu schnell. Die Eltern haben ein Gartenhaus noch errichtet. Die Eltern haben uns begleitet auf kleine Ausflüge, vielleicht ganz drollige Ereignisse. Sie musste mitgehen in ein Bad, wo sie auf einmal Damen mit oben ohne gesehen hat. Sie hat begonnen, hin und her zu rücken, immer weiter weg zu rücken. Und auch als Krankenschwester, der das natürlich sicher nichts ausgemacht hat, hat sie den ganzen Abend darüber gerätselt, wo eben die Vorteile von oben ohne liegen. Meine Familie, meine Frau und ich hatten immer berufsmäßig dann viel mehr mit China zu tun. Das hat sich so entwickelt. Wir sind dadurch auch oft zu den Schwiegereltern gekommen und vielleicht auch noch ein hochinteressantes Phänomen, wie sich meine Schwiegermutter immer bemüht hat, über unsere Finanzlage nachzudenken, dem Sohn immer Geld zugesteckt hat und sich um ihn gekümmert hat. Und der gute Sohnemann damals mit seinen 5 Jahren hat dann immer bemerkt, Oma hat ihr ganzes Geld in der Unterhose versteckt. Das andere war eine sehr emotionelle Sache. Die Schwiegermutter hat nämlich dazu geneigt, bei Abschieden plötzlich herzzerreißend zu weinen. Und am Bahnhof in Changchun war das so, dass bereits auch die Getränkeverkäuferin, die neben ihr stand, und ich nehme an, das sind Damen, die viel gewohnt waren, nämlich sich in dieses Weinen eingestimmt hat. Wir wissen alle, wenn man jemanden nur ein-, zweimal im Jahre trifft, dann versucht man natürlich Revue passieren zu lassen, was wichtig war. Und ich habe dann auch die Fotos meiner Schwiegereltern kennengelernt, wo natürlich, wie es gerade angeklungen ist, auch die Revolutionszeit, politische Wirren, Verfolgungen, alles sich wiedergespiegelt haben. Natürlich aber auch eine junge Frau mit 4 Kindern. Nun, mein Sohn hat gefragt, wie die Oma den Opa kennengelernt hat, hat eine romantische Geschichte erwartet. Was passiert ist, sie hat eigentlich nur nüchtern gesagt, wir wurden einander vorgestellt, wir haben geheiratet und das war's. Nun, das ist vielleicht heute nicht mehr ganz die Idealvorstellung. Ein anderer Aspekt war meine Schwiegermutter, die eigentlich eine glühende und überzeugte Raucherin war. Sie ist damit trotzdem 84 Jahre geworden. Es ist offensichtlich nicht für alle schädlich. Und es waren 2 Typen von Zigaretten. Das eine war die Marke Roter Berg. Und das andere, was vielleicht noch manche kennenlernen werden, wenn sie nach China kommen und an einen Lokal kommen, was nicht so fein ist. Da gibt es ein voluminöses Plastiksackerl und da gibt es einen Schnitterpack drinnen und ein rotes Papier. Und es ist ein ziemliches Kunststück, aus diesem roten Papier so eine konische Zigarette zu formen und die dann auch rauchen zu können. Nun, Schwiegermutter ist dann immer gesünder geworden, hat weniger geraucht, hat aber noch von irgendjemand eine Pfeife bekommen und sie ist dann im 21. Stock in der inneren Mongolei gesessen und hat fröhlich paffend um 6 in der Früh übers Land geblickt.
Vielleicht noch etwas, dass wenn man dann jemanden erlebt und es sozusagen auch das Leben langsamer wird, vielleicht sich auch sogar einem Ende nähert. Etwas Kurioses, meine Schwiegermutter hat sich auf einmal etwas gewünscht, was wir überhaupt nicht kennen, ein sogenanntes Sterbegewand. Das sucht man einen Designer, der macht einem sowas, sie hat es in weinrotem Samt sich gewünscht und da gibt es einen Stiefel und einen Hut dazu. Und Gott sei Dank ist dieses Gewand dann noch für einige Jahre im Kasten verschwunden und wir haben es eigentlich erst am Ende gesehen. Was schön war, ist, wie eigentlich eine Familie, wir kennen die Altersheime hier, wir kennen die Probleme damit. Die Familie hat sich bemüht, die Schwiegermutter sozusagen in der Mitte der Familie zu positionieren, wie sie bettlägerig geworden ist und hat immer das Urenkel ins Bett gesteckt. Und dann hat man eigentlich gesehen, wie sich zwei Leute, die offensichtlich von der Sprache nicht so leicht kommunizieren wollten, gefühlsmäßig miteinander sich verstanden haben. Nun, vielleicht noch eines. Meine Schwiegermutter hat sich immer gewünscht, nicht das Grab mit ihrem Mann. Das hat uns immer sehr verwundert. Sie wollte sagen, wenigstens am Schluss wollte ich irgendwie eine Ruhe haben. Aber ein Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Sie hat sich etwas gewünscht, das die Österreicher auch kennen. Sie hat sich einen Grabhügel gewünscht, wo oben ein Baum draufsteht. Und wer nach Shenyang gekommen ist, wird gesehen haben, da hat dieser Mandschurenfürst, der Herr Nurhaci, so ein Grab. Und für Österreicher, oder zumindest für Weinviertler, sie kennen das Großmogel. Und da kann man sich vorstellen, was sie sich da vorgestellt haben. Nun, es ist ein normales Grab geworden. Und wir, glaube ich, können ich habe es mitentschieden, es ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, in China ein Grab zu bekommen. Man redet über das sehr wenig. Es soll aber nur ein kurzer Andenken sein und nicht irgendwie da jetzt nachdenklich zu werden. Was Chinesen können, sie können Friedhöfe designen. Etwas, was es sicher hier nie geben wird. 1000 schwarze Gräber, 1000 graue Gräber, 1000 weiße Gräber, alles schön in Reihe und Glied. Da gibt es noch niemanden, der da gestorben ist. Ist alles noch friedlich. Aber im Laufe der Zeit wird eben alles besiedelt. Und auch meine Schwiegermutter. Und vielleicht das Nette ist, es ist etwas, dass man immer wieder zurückkommt. Ich glaube, das ist der Vorteil. Und dann bringt man etwas mit, was Sie vielleicht auch als Kuriosum sehen werden und damit auch ein bisschen eine fröhliche Stimmung hineinbringen. Das ist das Papiergeld, das man auf den Friedhof mitbringt. Da gibt es alle Wünsche, die im Leben erfüllt wurden oder auch nicht erfüllt wurden. Papiergeld als Millionen, Trillionen und alles, gigantische Zahlen, die dann in Rauch aufgehen, die dann verbrannt werden und in der Hoffnung, dass es hinauf in den Himmel geht. Und noch einmal entschuldige Mama, dass das mit diesem Grabhügel nichts wurde. Dankeschön. Thank you.
So. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Es freut mich ganz besonders, als, glaube ich, jüngstes Mitglied hier heute, als jüngster Vortragender, auch was beitragen zu dürfen. Mein Dank natürlich an die ÖGCF und den Herrn Professor Kaminski im Besonderen. Mit so historischen Anekdoten wie meine Vorredner und Vorrednerinnen kann ich leider nicht aufwarten. Dafür habe ich eine rezente Geschichte mitgebracht. Gegenstand und Grund für das, was ich erzählen möchte, ist, dass ich 2018 und 2019 einen Auslandsdienst, einen Zivilersatzdienst in China am Center of Jewish Studies Shanghai ableisten durfte. Der Herr Bundespräsident Fischer hat es kurz erwähnt, die Emigration der Juden in Shanghai, der österreichischen Juden in Shanghai. Und damit möchte ich eigentlich direkt in den Beitrag vom Kollegen Markus Bentschitz und mir einsteigen. Die Einladung, einen Beitrag für die vorliegende Publikation zu verfassen, hat uns sehr gefreut, vielmehr aber noch zum Nachdenken angeregt. Eine einmalige Gelegenheit, über unsere Zeit in China zu reflektieren und ein Resümee zu ziehen, das sie pointiert wiedergibt, das sie auf den Punkt bringt. Das stellte sich als gar nicht einfach heraus. Viel haben wir erlebt, gesehen, unternommen und nicht zu vergessen, gegessen. Doch eine Sache ist so grundlegend, dass wir sie zu Beginn fast für selbstverständlich genommen und kurzerhand übersehen hätten. Die Gastfreundschaft. Eine schöne Parallele zum Anlass unseres Auslandsdienstes liegt darin, dass das Verhältnis zwischen China und Österreich bereits vor der Aufnahme offizieller zwischenstaatlicher Beziehungen davon geprägt war. Die Tatsache, dass tausende österreichische Immigranten in Shanghai Zuflucht fanden, ist ebenso Ausdruck von Gastfreundschaft wie die Zusammenarbeit von John Raabe und der chinesischen Zivilbevölkerung in ihrer damaligen Notlage. Gastfreundschaft hat unsere Zeit in China geprägt und wir sind der Überzeugung, dass sie eine überragende Rolle auch in der künftigen Entwicklung der chinesisch-österreichischen Beziehungen spielen wird. Wo haben wir Gastfreundschaft besonders intensiv erlebt? Während unserer Zeit in China hatten wir neben der Lehr- und erfahrungsreichen Arbeit in Nanjing bzw. in Shanghai die wiederholte Gelegenheit, auch andere Regionen zu bereisen und kennenzulernen. Diese Reisen haben uns von Chengdu bis nach Harbin geführt und die Vielfalt des Landes unmittelbar näher gebracht. Wo immer wir ankamen, konnten wir dabei auf die lokale Gastfreundschaft zählen. Mir ist zum Beispiel noch in bester Erinnerung, als es uns im tiefen Winter in den entlegenen Norden verschlug. Ziel der Reise nach Harbin war es, Kontakt mit dem Unit 731 Museum, einer Gedenk- und Dokumentationsstätte für die Opfer medizinischer Versuche durch die japanische Besatzungsmacht aufzubauen. Im Herbst zuvor hatte ich mich bei einer Konferenz des Center of Jewish Studies Shanghai mit einem jungen Assistenzprofessor der Universität von Heilongjiang angefreundet. Es lag also nahe, ihn um Tipps zu bitten, was man denn in Harbin unternehmen könnte und was man beachten sollte. Warme Kleidung beispielsweise ist im Winter dort oben unerlässlich. Er unterstützte uns nicht nur bei der Reisevorbereitung, sondern ließ es sich auch nicht nehmen, uns vor Ort mit allerhand lokalen Delikatessen vertraut zu machen. Die Sinneseindrücke in diesem Restaurant, in das er uns eingeladen hat, die sind mir wie eingebrannt. Die klirrende Kälte draußen, ein Schwall warmer, nach frischem Essen duftender Luft. Beim Eintreten die Holzvertäfelung, die Tische, wo die Kochplatten zugleich als Raumheizung dienen, der typische Lautstärkepegel und natürlich das Essen selber. Spieße, Suppen, Eintöpfe, Teigtaschen, Nudeln, was das Herz oder in dem Fall der Magen begehrt. Die Beschreibung wird dem Erlebnis aber nicht gerecht, darum komme ich zurück auf den eigentlichen Punkt. Genau das ist es, was es bedeutet, China zu erleben, Eindrücke zu sammeln, Orte zu sehen, an die man sonst nicht gelangen würde. Sich auf etwas einzulassen, all diese Dinge wären uns nie möglich gewesen ohne die chinesische Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist etwas Lebendiges und etwas, das gelebt werden will. Persönliche, zwischenmenschliche Begegnungen und der direkte, offene und respektvolle Austausch miteinander sind dafür unerlässlich. Während unserem Auslandsdienst hatten wir Gelegenheit, ganz unterschiedliche Menschen mit ebenso verschiedenem Hintergrund kennenzulernen. Zeitzeuginnen und ihre Nachfahren, Historiker, Diplomaten, auch Kunstschaffende und Geistliche. Ihnen allen ist aber eines gemeinsam. Sie leisten einen Beitrag dazu, die Distanz zwischen China und Österreich zu überwinden und uns einander näher zu bringen. Jeder und jede Einzelne fördert damit auf seine ganz individuelle Art und Weise die Harmonie und das gegenseitige Verständnis. Man sollte nicht denselben Fehler begehen, den wir zu Beginn unserer Überlegungen fast gemacht hätten. Die Gastfreundschaft und alle gemeinsamen Errungenschaften, die China und Österreich verbinden, als selbstverständlich gegeben hinzunehmen. Sie sind nämlich keine Selbstläufer, sondern bauen auf dem unermüdlichen Engagement unzähliger Personen auf, zu denen wir alle gehören können. Eine Mischung aus Neugier und dem Wunsch, dazu einen Beitrag zu leisten, waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung, eine Zeit lang in China zu arbeiten, zu forschen, zu leben. Wir haben sie nie bereut. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen in Shanghai, Nanjing und künftig auch Peking leistet der Verein Österreichischer Auslandsdienst einen wichtigen Beitrag. Jede Auslandsdienerin und jeder Auslandsdiener
aber auch jede andere Person, die die Beziehung zwischen unseren beiden Ländern fördert, sollte so ein Tropfen sein, der den sprichwörtlichen Stein, der Österreich und China trennt, ein bisschen weiter durchbricht und uns näher zusammenführt. In diesem Sinn hoffen wir, dass die seit Jahrzehnten bewährte harmonische Zusammenarbeit auch die Zukunft der chinesisch-österreichischen Beziehungen im Kleinen wie im Großen prägen wird. Dankeschön. Ja, was der Kollege Gerstl nicht erwähnt hat und was auch natürlich zur Völkerverbindung beigetragen hat zwischen China und Österreich, ist, dass also ein guter Teil dieser Auslandsdiener schwer chinesisch verheiratet sind. Er nicht, aber vor allem die in Harbin in der schon erwähnten Kälte und Einsamkeit ein Jahr verbracht haben, sind also alle mit sehr reizenden chinesischen Ehefrauen nach Österreich zurückgekommen. Ich darf jetzt zwei kurze Texte aus Chinas Aufstieg Ihnen vorlesen. Von meiner ersten China-Reise 1972. Von Mao Zedongs Bauernkaderschule, das war also ein Kanton und einer Obstkommune mit Früchten, ging es nach Foshan, das für das lokale Kunsthandwerk berühmt ist. Vorher war ich jeweils von den lokalen Revolutionskomitees mit viel politischen Reden und einer gewissen Distanz begrüßt worden. Nun trat mir das chinesische Volk in der Gestalt eines Arbeiters, jenes Kunsthandwerks, entgegen, eine Begegnung, die ich nie vergessen werde. In Foshan hat es sintflutartig geregnet und der ganze Vorplatz der Manufaktur war in der Höhe von circa einem halben Meter überschwemmt und ich stand da beim Auto und fragte mich, wie ich diese 50 Meter zum Eingang zur Manufaktur bewältigen könnte. Wert ist zu erwähnen, dass ich damals um einiges mehr gewogen habe als heute. Als ich mich unschlüssig umsah, nahte sich ein gebeugter alter Arbeiter in Gummistiefeln. Sein Gesicht war von vielen Runzeln durchzogen und von der Sonne gegerbt. Mit freundlichen Fältchenaugen strahlte er mich an. Sein Mund, der nur wenige Zähne behütete, schenkte mir ein breites Lächeln. Dann beugte er, der Gebeugte, sich noch mehr und zeigte auf seinen Rücken. Aus seinen Zahnstummeln kam ein Wobenje, ich trag dich. Natürlich habe ich sein Angebot nicht angenommen, doch steht er noch heute unverrückbar im Geist vor mir, als Symbol der natürlichen Freundlichkeit des chinesischen Volkes. Gleich am Anfang der Reise ein Eindruck fürs Leben. Die Reise ging dann weiter in ein durch Warten und einer nassen Hose. Wichtige Information. Es ging dann weiter, man hat also damals den Roten Flaggenkanal in einem Bezirk, der sich eigentlich wirklich mit den Pickeln und mit Handarbeit einen Bewässerungskanal erarbeitet hat. Und das war also ein Bezirk im Übrigen. Ich habe den Parteisekretär mit einer Delegation aus diesem Kreis vor 2 Jahren, glaube ich, war das 3 Jahren, hier in Wien begrüßt, es war unser Gast und er hat mir gesagt, dass dieser
Kreis jetzt wirklich floriert, dass die Leute reich geworden sind. Damals war das nicht so. Wir fuhren also zum Kreis des Roten Flaggenkanals, da darf ich zum Buchtext ein. Wir haben dazu schon die Bewunderung von Ausländern, vom Herrn Bundespräsidenten gehört, wenn man also in frühen Jahren in China gewesen ist. Also mein Wagen ist dann neben einem Bus vor einem Bahnübergang zum Stehen gekommen, und als sie merkten, da ist also ein Ausländer, hat sich der Bus sofort geleert und die Leute kamen, um mich zu betrachten, und meinem Begleiter war das sehr peinlich, und ich habe gesagt, das macht gar nichts, wenn mich das chinesische Volk einlädt, dann hat es auch das Recht, mich zu betrachten. Es ging dann also weiter, und es war eine bitterarme Gegend. Viele alte Frauen humpelten noch auf ihren früher eingebundenen kleinen Füßen. Mann und Frau trugen weite ausgestellte Hosen, die am Knöchel eng zusammengingen. Manchen bärtigen älteren Männern entfuhr bei meinem Anblick ein lautes "Oh!", was kein Zeichen der Ablehnung, sondern bloß ein Zeichen der Überraschung gewesen ist. Meine Unterbringung im Lin-Kreis war schlicht. Es gab kein Gästehaus, geschweige denn ein Hotel. Man stellte ins Büro der Brigade ein Bett, in das ich mich am Abend mit angezogenem Mantel begab, denn es war bitter kalt und es gab keine Heizung. Die Bauern wohnten in Wohnhöhlen oder in ärmlichen Hütten. Als ich in eine dieser Hütten hineingebeten wurde, war es auch dort sehr kalt. Aber die Gastfreundschaft der Bauernfamilie erwärmte mein Herz. Sie überschlugen sich in ihren Bemühungen, mir den Aufenthalt bei ihnen angenehm zu gestalten. Ihr Hunan-Dialekt war nicht leicht zu verstehen und die Kommunikation daher schwierig. So suchten sie mit Gesten zu punkten. Sofort nachdem ich Platz genommen hatte, warteten sie mir, wie man das damals in China tat, eine Zigarette auf, indem sie mir diese einzeln mit der Hand hinhielten. Ich bin nicht Raucher, wollte aber die freundlichen Leute nicht enttäuschen und paffte, ungeachtet der Tatsache, dass sich das angebotene Rauchwerk als das erwies, wozu man in Wien Beischelreißer sagt. Es enthielt auch Tabak, Stängel und wohl auch etwas an Holz. Als ich damit zu Ende gekommen war, kümmerte sich die Familie in rührender Weise um mein leibliches Wohl. Sie hatten eigentlich nichts, versuchten aber von dem wenigen, was sie besaßen, dem ausländischen Gast das Beste aufzutischen. So wurden mir in gerader Linie hintereinander drei große Schüsseln hingestellt, welche Nudeln und den bei den Hunan-Leuten so beliebten Essig enthielten. Nicht zufällig sprechen die Bewohner anderer Provinzen von Hunan als Zhongshan Urshui, arme Berge, schlechtes Wasser. Doch meine Bauernfamilie hielt dagegen, indem sie in die drei Schalen Kostbarkeiten versenkte. Jede der drei Schüsseln enthielt ein Ei. Noch ein kurzer Text aus dem China Knigge, wo ich Ihnen am Anfang der Veranstaltung verraten habe, nicht weiter sagen bitte, dass es sich bei dem Minister, von dem ich jetzt spreche, und den amtierenden chinesischen Außenminister Wang Yi gehandelt hat. Halbes Wissen im Umgang mit China ist noch schlimmer als gar nichts zu wissen. Und das hat sich bei unseren deutschen Freunden sehr deutlich manifestiert. Manche Gastgeber chinesischer Honoratioren haben sich oberflächlich über chinesische Do and Don'ts informiert und suchen auf dieser Basis dem hohen Gast optimale Erlebnisse zu bescheren. Dazu also eine wahre Geschichte, die ich von einem chinesischen Diplomaten gehört habe.
ein wichtiger chinesischer Minister kam nach Deutschland und man dachte nach, wie man ihn besonders erfreuen könnte. Irgendwo hatte man gehört, dass die Zahl 8 in China eine Glückszahl ist und beschloss, dem Gast ein Fußballer-T-Shirt mit der Zahl 8 zu schenken. Um noch eins draufzusetzen und das ganze Unterfangen noch persönlicher zu gestalten, glaubte man, den so Beschenkten noch besonders zu erfreuen, indem man auf das Leibchen seinen Namen druckte. Der Minister hieß Wang. So prangten auf dem Textil, als man es im Stolz auf die eigene Findigkeit überreichte, Wang für seinen Familiennamen und Ba für die Zahl 8. Wang Ba ist ein auf die Schildkröte bezogenes, schlimmes, in China sehr gebräuchliches Schimpfwort. Der Minister war nicht amüsiert und beschied den verblüfften Gastgebern, dass die Deutschen noch zu lernen hätten. Damit darf ich Ihnen für das Kommen danken und Sie für das erstklassigen Imbiss, den der Chefkoch der chinesischen Botschaft hergestellt hat, in die nächsten Räume bitten. Vielen Dank.